Okay, dann legen wir los, ja? Legen wir los. Also, ja, hallo Daniel, schön, dass ich heute hier sein darf, hallo, bei euch bei Pflanzenkölle. Ich begrüße auch mal alle, die hier online zuschauen. Wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, hier mehrere Handys sind auf uns gerichtet. Wir sind nämlich einmal auf meinem Gartenfräulein Instagram-Kanal live, dann auf dem Pflanzenkölle Instagram-Kanal und dann noch in der Live-Buy-App. Über die könnt ihr euch nämlich alle Produkte, die wir jetzt heute zeigen, zum Thema Kräuter, Kräuterliebe, auch direkt bestellen. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr es immer in die Kommentarfunktion schreiben. Unser lieber Kameramann wird uns das dann reinwerfen. Genau, und ich war schon oft bei Pflanzenkölle. Es ist ja hier in München, eigentlich im Gartencenter, aber wir sind jetzt hier hinterm Gartencenter. Daniel, wo sind wir und wer bist du eigentlich? Magst du mal kurz was zu dir sagen? Ja, sehr gerne. Hallo an alle Zuschauer. Genau, wir sind hier in Obermenzing. Die Eigenproduktion oder einer der Eigenproduktionen von Pflanzenkölle. Wir produzieren biologisch die Gartenkräuter für unser eigenes Gartencenter, für den internen Verkauf. Und ich leite die Produktion seit einem Jahr jetzt erst. Bin quasi frisch eingestiegen in die Produktionsleitung. Und alles läuft dann hier so quasi unter meinen Fittichen. Kräuterproduktion und Gemüse gibt es auch noch, aber heute geht es ja nur um die Gartenkräuter. Also ihr kriegt ja jetzt einen kleinen Einblick hier, aber wenn ihr wirklich alles hier sehen könntet, was ich schon hier gesehen habe, es ist unglaublich faszinierend. Hier sind Gewächshäuser voll und voller mit Basilikum. Ich weiß nicht, ich habe fast nur Basilikum gesehen, aber es ist wirklich beeindruckend, ganz toll. Und das ist ja letztlich auch was euch ganz stark unterscheidet, ne? Also dass ihr ja hier eure Bio-Kräuter wirklich selber von der Pike auf durch Samen oder durch Teilung oder wie auch immer weiter vermehrt. Genau, genau. Und was ist denn dann vielleicht so der große Unterschied zwischen dem Basilikum, der Klassiker, den ich mir im Supermarkt kaufe und der nach zwei Tagen dahin welkt in meiner Küche oder auf dem Gartentisch? Wir versuchen ja unsere Kundschaft langfristig zu binden und produzieren halt auch Gartenkräuter, die für längeren Gebrauch auch vorhanden sind. Also kein Wegwerfkraut, was in zwei Tagen zusammenklappt, wenn es dann der Kunde dann mal gekauft hat. Also es ist einfach ein ganz anderer Ansatz bei euch. Genau, genau, genau. Nicht auf Quantität, sondern wirklich auf Qualität. Durch Klimaführung zum Beispiel. Ja, und hier sind ja auch ganz viele Kräuter schon außen, also die sind ja total abgehärtet dann auch. Ne? Genau, also über den Winter. Ja, brauche ich praktisch auch keine Angst haben, wenn es jetzt doch nochmal irgendwie minus 2 Grad oder so bekommt, die packen das. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied, wie Ware aus dem Supermarkt, die hält sowas ja in der Regel nicht aus, die sind abgehärtet. Das ist keine Weichen. Ja. Und ich bin ja tatsächlich auch Kunde bei Pflanzenkölle und mich hat das von Anfang an fasziniert, wenn ich die Pflanzen aus dem Töpfchen geholt habe, wie gut die aussehen, also wie tipptopp der Wurzelballen ist und dass die dann auch super gut anwurzeln. Da sind wir ja vielleicht schon bei dem ersten großen Fehler, den viele machen, dass man das Pflänzchen entweder gar nicht, so kenne ich von vielen, gar nicht aus diesem Topf rausholt, sondern einfach nur in den Übertopf stellt. Mhm. Kann das funktionieren? Kann, aber tut es in der Regel nicht. Im Übertopf, das ist schwer nass oder schwer gleichmäßig feucht zu halten, dann gehen die Wurzeln mal kaputt, weil die Staunässe da ist. Ja. Das packt so ein Thymian natürlich gar nicht, der gerne mal im sandigen Boden wächst. Und der kann eigentlich überhaupt nicht langfristig groß werden in so einem kleinen Genau, Ding, genau. Oder? Irgendwann ist er durchgewurzelt. Ja. Er tut sich wesentlich besser, dann direkt in den Garten zu setzen. Ja. Und dann habt ihr jetzt auch, wenn ich sage, okay, jetzt kaufe ich mir, gehe ich hier, die nächsten Tage soll es schön werden, dann ist in der Regel völlige Eskalation bei uns Hobbygärtnern. Ne? Dann gehe ich zu euch und dann sehe ich das alles Tolle und dann kaufe ich mir jetzt zum Beispiel hier so einen tollen Salbei, der so, ich glaube, panaschiert ist, nennt man das, ne? Goldsalbei, genau. Hier den Zitronenthymian, dann nehme ich noch verschiedene Basilikumsorten mit und den Schnittlauch. Genau. Und dann packe ich das alles in den Balkonkasten zusammen. Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Vertragen die sich, wenn ich daneben den Schnittlauch setze zum Beispiel? In vieler Seiten ist es ein Fehler. Zum einen kann es zu eng gepflanzt werden, das Kleinklima stimmt nicht, die verdrängen sich gegenseitig, die fangen an zu modern oder schießen komplett in die Höhe, die Kräuter. Und es gibt natürlich auch, das war deine Anspielung, so ein bisschen guter Nachbar, böser Nachbar. Ja. So ein Schnittlauch oder generell Aliumgewächse neigen ja dazu, gerne mal andere Kräuter zu verdrängen. Mhm. Da sollte man sich vorher auf jeden Fall kundig machen, dass man nachhaltig oder langfristig auch was mit seinem
heute dann im Balkonkasten. Haben die nicht auch andere Ansprüche jetzt an die Erde? Weil wir haben jetzt hier eure eigene Erde auch, so eine torffreie Kräutererde. Genau. Und du hast ja gerade schon mal beim Thymian gesagt, der braucht es halt schön sandig, durchlässig, locker. Genau, genau. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel nur so, ja, Basilikum, Schnittlauch, Schnittknoblauch, Pflanze, muss ich dann auch unbedingt eine Kräutererde nehmen oder würden die auch mit einer normalen Bio-Gemüseerde von euch klarkommen? Nee, da ist schon ein bisschen aufeinander abgestimmt. Also es ist ja auch unterschiedliche Anteile an Düngern drin. Ja. Von wegen, die einen mögen ja ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger Dünger. Und gerade bei so ein bisschen anspruchsvolleren Pflanzen, die nicht so sandigen, nicht so tonigen Boden legen, holt man dann gerne mal dann die Kräutererde, wo ein bisschen Sand bei übrig ist. Also das brauche ich schon für all meine Kräuter, die ich pflanzen will. Gibt es eigentlich schon Fragen von... Noch nichts. Also ich sage nur, wenn ihr Fragen habt, Leute, dann immer her damit. Jetzt haben wir hier den absoluten Fachmann schon mal da. Ja, das muss man eigentlich nutzen. Ne? Schieß los. Ja. Aber du hast auch gerade schon gesagt, also das eine ist, dass manche nicht gut zueinander passen, aber dann auch das Thema zu eng pflanzen. Also warum ist das doof? Was sieht doch gut aus, wenn das schon jetzt gleich in meinem Balkonkasten oder im Topf so schön üppig ist. Schön aussieht, tut das, ja. Aber das stimmt auch. Ja. Aber also man tut den Pflanzen keinen Gefallen damit. Ne? Okay. Weil die brauchen ja auch den Freiraum, um sich zu entfalten. Man will auch möglichst viel ernten, dass die Pflanzen auch mal Volumen bilden. Ja. Und nicht V-förmig nach oben wachsen, vielleicht unten sogar verkahlen. Oder man gießt ja ganz gerne mal von oben, wenn das geht. Und dann gibt es krautige Gartenkräuter, die anfangen wegzufallen. Also heißt, wenn ich die letztlich auch zu eng pflanze, können sie sich auch wieder nicht so gut entwickeln. Genau, wahrscheinlich nach oben hin, aber auch nach unten hin, weil wenn das Wurzelwerk hat ja auch kaum Platz dann. Die verzahnen ineinander und es gibt eine Art Konkurrenzkampf. Okay. Kann man sagen, genau. Also wenn die Wurzeln ineinander wachsen, dann. Ja, okay. Da kommt gerade eine Frage. Ja. Fragen kann man nur stellen, wenn man was versteht. Vielleicht müsste man etwas lauter sprechen. Ah, okay. Daniel vielleicht vor allen Dingen. Ja. Okay, gut. Wir geben uns noch mehr Mühe, noch lauter zu sprechen. Danke für den Hinweis. Oder ihr könnt ja vielleicht auch noch mit den Handys näher rankommen, sonst. Dann kriege ich euch beide nicht mit drauf. Dann müsst ihr mehr zusammenrücken. Ja. Gut, machen wir das. Okay, gut. Okay. Also jetzt hat man schon zwei große Fehler auf jeden Fall, die oft gemacht werden. Einer, der mir auch schon oft untergekommen ist, ist zum Beispiel, dass einfach ein komplett falscher Standort gewählt wird, oder? Also wenn ich jetzt einen Balkon habe oder eine Terrasse oder eben ein Beet, das vielleicht nur so 3 Stunden Sonne am Tag hat oder 4 bestenfalls, kann ich da trotzdem so einen schönen Lavendel hinpflanzen oder was? Das geht schon, aber dann steht der Kunde 2 Monate später wieder bei uns im Kopf wieder Lavendel. Ist ja nicht schlecht für euch. Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht wirklich Sinn der Sache. Ja, das Gelbe vom Ei kann man sagen. Also es ist schon wichtig, darauf zu achten, welchen Standort die haben, damit es mediterranes Kraut hat, dass es nicht gerade unter den größten Ahornbaum setzt. Und dass auch ein Waldmeister, den wir auch zum Massen produzieren, jetzt in der Jahreszeit nicht wie volle Sonne setzt. Ja, okay. Schattenpflanze ist. Also und eigentlich, man könnte das ja alles wissen, ne? Weil also was heißt wissen, ist ja hier auch noch so ein schöner Rezeptvorschlag gleich mit drauf. Genau, also ich halte es mal hier so, ich glaube hier kann man es sehen, eigentlich steht alles auch noch mal hinten drauf und ich glaube das lohnt sich, tut man sich selber unter dem Geldbeutel und sowieso dem grünen Daumen, dem Gefallen, wenn man einfach mal auf so ein Pflanzetikett hinten drauf schaut, wo echt mehr als genug draufsteht, eben sogar zu was es gut schmeckt oder wie man es im Frühjahr, dann hier im Frühjahr zum Beispiel zurückschneidet und so weiter. Also da steht ja schon richtig viel Info drauf. Genau, die Basisinformationen sind immer auf den Etiketten drauf. Okay, super. Ich hoffe, man versteht mich besser. Viel lauter ist es nicht geworden. Oh je. Der Wind rauscht anscheinend auch etwas. Ah, gut. Okay. Und jetzt haben wir ja schon viel über eure Kräuter geredet. Mhm. Es gibt ja auch ab Donnerstag ein Special. Das haben wir da unten vorbereitet. Das hole ich mal hoch. Weil es ist ja hier alles, vielleicht kannst du das mal nehmen, es ist ja alles biologisch produziert bei euch an den Gartenkräutern. Genau, genau. Und wenn man die jetzt online bestellt, dann erwarte ich natürlich auch, okay, wenn Bio draufsteht, dass es auch biologisch weitergeht im Versand, dass eben nicht irgendwie in Plastik eingeschlagen ist, sondern die Kräuter kommen hier in so einer Papiertüte letztlich. Also nachhaltig verpackt. Nachhaltig verpackt, genau. Genau. Und
ich glaube, was noch wichtig ist, wenn man jetzt Kräuter oder Pflanzen allgemein online bestellt und die sehen vielleicht erstmal ein bisschen gackelig oder zerknautscht aus, die erholen sich ja wieder, oder? Ja, klar, genau. Ja. Hast du einen Tipp vielleicht, was man macht, wenn man die jetzt rausholt? Soll man sie dann gleich einpflanzen oder vielleicht noch einen Tag einmal gießen, stehen lassen und dann erst? Oder? Ja, gießen kommt drauf an, wie sie natürlich ankommen. Und wenn sie trocken sind, natürlich erstmal gießen und dann ruhig mal einen Tag, zwei Tage auf dem Fensterbank stehen lassen, dass sie sich von dem Transportstress mal erholen und nicht den Stress durch das Umpflanzen wieder haben. Ja. Ja. Und ab Donnerstag gibt es eben die tolle Aktion, dass man sich, also man kann sich unendlich viele Kräuter bestellen, aber sobald man 7 Kräuter bestellt, bekommt man meine Gartenfräulein Kräuterfibel kostenlos mit dazu. Genau. In der habe ich all mein Kräuter-Know-how zusammengeschrieben, was sich mit deinem ziemlich gut deckt, würde ich mal sagen. Genau, genau. Ich habe ein bisschen durchgeblättert, ist sehr interessant zu lesen. Ja, das freut mich. Genau. Einblick in den Garten. Ja, genau, da ist noch viel. Ich bin ja auch erst seit einem Jahr, du hast ja auch gemeint, du bist noch gar nicht so lange bei Pflanzenkölle und ich bin auch noch gar nicht so lange in München. Und hier ist noch ganz viel Inhalte aus meinem oder Bilder aus meinem Würzburger Garten drinnen. Genau, ja. Und was haben wir denn hier eigentlich noch? Ah ja, auch das finde ich ja total schön. Also, Schieferplattenetiketten. Ja, also das Gelingen ist sozusagen das eine, aber das Auge gärtnert ja mit, ist genau, so mein Motto. Ja. Und hier kann man dann ja noch einfach voll schön draufschreiben, was man eigentlich wo reingepflanzt hat, vor allem. Also ich meine, man kann ja den Überbegriff Salbei draufschreiben, aber gerade wenn man jetzt eben wieder so Goldsalbei und so, finde es schon auch wichtig, dass man sich dann auch mal merken kann, was man da eigentlich im Topf so konkret hat. Und wenn ich das jetzt eigentlich einmal kaufe, ne, jetzt hier den, sagen wir mal, den Salbei und den Basilikum, kann ich die jetzt ist zwar gerade Frühling, aber kann ich die im Winter auf meinem Balkon lassen? Nee, eher weniger. Also Salbei ist schon eher das Basilikum nicht. Das ist ein Strauchbasilikum, das überwintert auch sehr gut mal auf der Fensterbank. Ja. Aber winterhart ist es nicht. Ja, okay. Genau. Aber der Salbei, der würde es draußen gut Der würde es packen. Ne? Das ist auch eins der Fehler, die man machen kann, falsch überwintern. Ja. Wo wir am Thema sind. Also das müsstest du schon ein bisschen einpacken, wenn zu starker Frost kommt, gerade hier in München. Ja. Ich sag mal, ganz gerne mal minus 7 Grad oder so, dann ruhig mal ein bisschen in Vlies oder so einschlagen. Aber ganz schlecht ist, wenn ich sie reinhole, oder? Also, weil es gab ja tatsächlich noch mal in den letzten Tagen hier starke Fröste. Ja, ja. Und gut, ist besser wahrscheinlich immer noch, die Pflanze kurz reinzuholen, als dass mir alles kaputt geht. Aber sie sollte dann halt nicht die nächsten 5 Tage im Wohnzimmer bei mir stehen, oder? Ja, genau. Jetzt schaue ich nochmal auf meinen Zettel. Ah ja, genau. Jetzt haben wir ja viel über das Pflanzen gesprochen und so weiter. Wie setze ich die richtig? Aber vielleicht könnte ich mal kurz dazwischen grätschen. Können die Kameramann und Kamerafrau auf die Kräuterkollektion zeigen? Ja. Hier haben wir abgebildet, was da so alles mit drauf ist. Ne? Eigens von dir ausgesucht. Genau. Und auch zurückgehalten. Ja. Stevia, Zuckerblatt, Thymian, das kubanische Basilikum, Kapknoblauch steht hier hinten. Genau, also ich durfte ja für Pflanzenkölle eine kleine Kräuterliebe-Kollektion zusammenstellen. Genau, genau. Die gibt es auch im Online-Shop. Bei mir im Instagram-Profil findet ihr da auch aktuell den Link direkt zum Pflanzenkölle-Shop. Und ihr bekommt auch noch bis 22.04. mit dem Code Kräuter, alles klein geschrieben, kriegt ihr gerade noch 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, was bei Pflanzenkölle online zu shoppen ist. Genau. Und ich habe extra ein paar besondere Kräuter ausgesucht, weil ich finde, man ist oft so bei dem Standard-Basilikum oder Standard-Salbei, der halt so grau schimmert und so, dass der halt auch so toll aussehen kann oder so wie hier und dass es auch noch viel mehr aromatische Vielfalt gerade beim mega beliebten Basilikum gibt, das finde ich einfach wichtig, dass man da auch mal irgendwie mehr Augenmerk drauf legt, dass da noch so viel mehr geht. Ne? Wir bekommen da selbst wirklich Gelüste, wenn wir die Ware etikettieren und man sieht hier so schöne Gnocchis mit Salbei. Ja. Hier vorne, man sieht die Tomatensuppe mit Oregano. Das gibt richtig Lust auf mehr. Ja, das glaube ich dir. Und wir haben ja hier auch noch so total süß die Kräuterschnecke, die habe ich auch ausgesucht für euch, ist auch in meiner Kollektion mit dabei. Also das ist eine Kräuterschnecke eben für die Terrasse oder für den Balkon und nicht so, wie man es vielleicht aus dem Garten kennt, riesengroß. Also die ist richtig, richtig niedlich. Passt für so einen Balkon. Ja, genau. Richtig süß. Und was haben wir dann noch? Ach genau, zur Pflege vielleicht auch noch was. Das sind hier vielleicht magst du auch mal einen
nähen. Da sind hier verschiedenste Pflegeprodukte ja noch mit dabei, auf die auch vor allem hier auf die Wurzelkraft, glaube ich, wurde sehr von den Pflanzenkölle-Gärtnern hingewiesen, dass das sehr gut ist, oder eine Pflanzenkur. Also auch Kräuter muss man letztlich schon auch ein bisschen pflegen. Ne? Macht ihr hier auch in alle Kräuter Dünger rein oder gibt es auch welche, die man gar nicht düngen muss? Also hier in der Produktion haben wir natürlich auch Kräuter, die weniger Dünger benötigen, ja, die auch rein in Außerhalb-Erde sitzen, die im Grund auch weniger aufgedüngt ist. Und ansonsten haben wir ja eine Flüssigdüngung in den Gewächshäusern und auch im Freiland und düngen danach Bedarf auch nach. Ja. Genau, das ist schon relevant, vor allem hier, wenn es massig viel regnet, wird der ganze Dünger ausgewaschen. Da müssen wir am Ball bleiben, dass die Ware nicht gelb wird. Also ist nochmal was ganz anderes, ja, auch letztlich so wie ihr Gärtner. Genau, ne? Genau. Jetzt im reinen Garten ist das weniger ein Problem. Wir können nochmal einen Rasenschnittmulchen oder ähnlichen. Und im Balkonkasten ist schon wichtig, irgendwann ist der Boden ausgelaugt. Da regelmäßig nachzugeben. Ja. Du hast gerade schon die Gewächshäuser angesprochen. Vielleicht können wir mal kurz den Blick reinwerfen. Weil das fand ich, also ich bin ja hier durch fast alle hier da vorne durchgelaufen und mich hat es richtig aus den Gummistiefeln gehauen. Weil das so, guckt euch die schönen Gummistiefel an, die sind super, oder? Weil das so toll ist, genau. Und da kann man einfach mal sehen, wie faszinierend das hier aussieht. Also, talalala! Wir können ja vielleicht mal kurz hier uns reinstellen. Genau, oder? Ab ins Warme. Ja. Was ist hier alles? Also auch wieder wahnsinnig viel Basilikum. Genau, der beliebte African Blue. Ja. Zum Teil auch schon wieder zurückgeschnitten. Hier ist quasi das Haus für Warmhauskulturen. Hier rechts ist der Giogola, eine Teepflanze. Hier säen wir drin aus. Hier haben wir das Basilikumhaus drin. Und es heißt wärmeliebende Pflanzen. Die Pflanzen habt ihr auch alle selber aus Samen vorgezogen? Nee, das sind Jungpflanzen. Okay. Basilikum sind Jungpflanzen, aber wie der Isop, der jetzt in deiner Kollektion mit drin ist, der ist ausgesät. Ja. Das Bergbodenkraut ist ausgesät. Koriander haben wir bis vor kurzem noch gemacht. Mhm. Genau, das sind alles händig ausgesät und alles hier drin. Hier ist quasi jetzt das Warmhaus, wo wir drin stehen. Ja, ist kuschelig. Ist kuschelig, genau. Und natürlich fällt mir direkt auf, ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf den Kameras, hier fliegt immer so ein bisschen was in der Luft. Ich glaube, das sind die sehr unbeliebten Trauermücken, oder? Jetzt baut ihr ja biologisch an, haben wir schon gesagt, und ich glaube, biologisch und Trauermücken, das geht so ein bisschen mit einher, oder? Also wenn man biologisch gärtnert und hier im Gewächshaus, also im geschlossenen Raum, dann kann man die eigentlich nicht fernhalten, oder? Schwierig, ein Stück weit gehört es dazu. Man kann das eindämmen, indem man halt die Düngung reduziert, weil biologische Dünger auch Trauermücken anziehen. Ja. Nicht können, die machen das. Ja. Weil die einfach so drauf stehen durch die Substanzen, die im organischen Dünger mit drin sind auch. Und die generell die Bodenaktivität, da ist ja schon eine gewisse Grundaufdüngung und auch Kompost mit in der Erde drin. Und das ganze Zusammenspiel, das ist jetzt viel zu komplex, um das in der Live-Show zu erklären. Aber das ganze Zusammenspiel führt dazu, dass halt in der biologischen Produktion halt zum dazugehört. Ja, genau. Aber das finde ich auch wichtig, dass man das mal sagt. Also man muss da nicht gleich durchdrehen, auch wenn es so ein bisschen fliegt und schwirrt. Nee, weil in der Regel ist es ja so, dass die, genau, wenn sie jetzt dann wirklich rauskommen auf den Balkon oder in den Garten, wo auch immer hin, Hauptsache raus, hat sich das mit den Trauermücken eigentlich ziemlich schnell erledigt, ne? Weil die so viele Fressfeinde haben. Da ist auch die natürliche Umgebung und alles, das reduziert sich. Es geht mehr wieder. Wind und es ist was ganz anderes. Ja. Also eigentlich sind die vor allem in so einem geschlossenen Raum oder an den Zimmerpflanzen oder wie bei euch im Gewächshaus. Genau. Auch, Okay. Da kam eine Frage, wie verwende ich Stevia? Ob man da vielleicht was dazu sagen möchte? Also das kann man einfach so ein paar Blätter zum Beispiel in Tee mit reinnehmen, anstatt Zucker oder Honig. Das süßt dann ganz toll. Oder wenn man so aromatisiertes Wasser macht, kann man es auch da schön mit reingeben. Und es reichen wirklich, also manchmal reicht schon nur ein Blatt, ne? Das ist echt richtig krass süß. Und kalt aus Zwiebeln, Getränken schmeckt echt gut zum Beispiel. Ne? Das funktioniert da super. Genau. Die Blätter mit... Was war das für ein Zeichen? Ich konnte es nicht deuten. Mit den Blättern noch backen, das würde ich jetzt auch mal so sagen, als Zuckerersatz. Ein bisschen klein machen oder mörsern und dann ab mit in die Muffins oder so. Genau. Das geht auch. Genau. Ja. Also man muss die Blätter zerschneiden, sonst kommt nichts raus. Ja. Also man muss das ist vielleicht klein machen. Vielleicht bei Kräutern auch nochmal wichtig zu sagen, dass man jetzt nicht einfach, also ich finde es immer besser, wenn man jetzt zum Beispiel auch
Tomate-Basilikum-Klassiker macht und vorher das so ein bisschen, damit sich die, damit das, wie nennt man es, die Aromen rauskommen. Genau. Ich wandere mal kurz ab, kenne ich von Cocktails, man nimmt ein Blatt, haut drauf, legt es in den Cocktail rein, dann hat man viel mehr Aroma, anstatt einfach nur den Rosmarinzweig so reinzustecken. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dann hat man viel das Aroma und so, ähnlich bei der Stevia. Ja, also eigentlich bei allen Kräutern ruhig mal so ein bisschen, bevor man es verarbeitet, drücken, knautschen und so weiter. Genau. Und Basilikum, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber ich mache es tatsächlich auch so, ich schneide den fast nicht, zerrupfe den immer. Vielleicht kommt es ja auch daher, dass dann mehr Aromen freigesetzt werden, weil die Oberflächenstruktur einfach anders ist. Okay. Wie liegt man eigentlich in der Zeit? 18.53 Uhr. Okay. 7 Minuten. Gibt es denn noch Fragen jetzt aktuell zu Kräutern? Vielleicht, was kann jetzt, wenn jetzt heute ja noch, kann man ja vielleicht vor Ostern nochmal was kaufen und dann an Ostern vielleicht die Zeit nutzen, um rauszupflanzen? Könnte ich jetzt schon alles raussetzen oder soll ich noch irgendwie mit irgendwas vorsichtig sein? Natürlich. Jetzt sind kühlere Nächte gemeldet. Ja. Da sollte ich bei manchen Produkten aus deiner Kollektion feuchtig sein, weil die aus dem kalttemperierten Gewächshaus kommen. Das ist ein Thymian. Brauchen die Leute sich keine Sorgen zu machen. Die kann man raussetzen. Der ist ja auch jetzt schon draußen dabei. Richtig, der kommt ja schon aus dem Freiland. Die Salbei-Insorten in deiner Kollektion. Genau. Und da muss ich jetzt keine großen Sorgen machen. Basilikum ist ja leider nicht frostfest, also mit dem sollte ich besser noch warten. Super. Da noch ein bisschen warten. Ja. Hast du noch irgendwas, was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Vielleicht dein Lieblingskraut oder hast du noch einen Fehler, der dir einfällt? Irgendwas? Lieblingskraut habe ich nicht, ich habe Lieblingskräuter. Da ist auf jeden Fall mal der Salbei mit dabei. Ja. Schön in Butter ausgebacken, schmeckt ja super. Ja. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten und für Basilikum bin ich auch zu haben. Ach, weißt du, was mir da jetzt noch einfällt, so ein klassischer Fehler bei Basilikum, dass der ja falsch abgeerntet wird. Ne? Mhm. Und dass er ja auch mehr aushält, als man jetzt vielleicht denkt, weil ich dachte ja gerade so, die sind schon irgendwie 1-2 Jahre alt hier, aber ihr habt die einfach schon so stark zurückgeschnitten, ne? Aber halt richtig zurückgeschnitten. Strauchbasilikum kann wirklich richtig weit runter. Das ist kein Crenovese, was dann zurückgeht, sondern so ein Strauchbasilikum, African Blue und Zyprisch ist auch in deiner Kollektion drin, die können ziemlich weit unten pinziert werden und treiben von unten dann wieder buschig aus. Und ist es aber trotzdem wichtig, dass ich sozusagen an den Blattachseln, also da wo es hier wieder neu austreibt, ernte, also nicht einfach, ich könnte jetzt nicht wie bei der Minze so einen Kahlschlag machen, kommt nichts mehr. Ne? Ja, doch schon, aber da hat man diese Stängel da stehen, das sieht nicht so schön aus. Also, schön abpinzieren, dann kommt er auch wieder nach und dann kann man das wunderbar nutzen. Also hier sieht man es auch schon ganz toll, wie der eigentlich auch schon wieder hier kleine Blättchen überall nachsprießen und nachkommen. Ja. Also ich glaube, das ist noch so eins der großen Dinger, wie ernte ich welches Kraut eigentlich richtig. Und vor allem auch, dass man nach der Blüte, jetzt wie beim Lavendel vor allem, dass man wirklich zeitnah zurückschneidet. Ich weiß, dass das immer total, also das fällt mir auch immer jedes Mal schwer, weil irgendwo ist immer noch was schön blüht und die Bienen kommen und die Schmetterlinge, aber lieber einmal abschneiden und dann hat man ja eigentlich noch mal eine zweite kleinere Blüte. Seid denn mal als Bienenfreund, dann lässt man es natürlich auch blühen. Ja, dann lässt man es blühen. Aber sobald auch Basilikum induziert, verliert es an Aroma. Ja, das hat ja nicht mehr so das Aroma, wenn es mal in die Blüte geht. Ja. Okay, super. Ja. Da gibt es viel zu beachten. Ja. Wenn's, 3 Minuten noch? Ja, aber wenn es keine Fragen mehr gibt, ich glaube, wir sind soweit durch mit unseren Kräutern, oder? Ich denke schon, ich überlege gerade. Ich habe noch viel zu erzählen, aber in 3 Minuten wird es knackig. Nee, ich würde sagen, wir haben jede Menge jetzt gelernt wieder über die Kräuter. Also ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch mal was dazu gelernt. Ja. Was können wir noch Wichtiges sagen? Eben vergesst nicht, dass man das alles gerade eben noch 15% günstiger mit dem Kräutercode bestellen kann. Also wenn ihr im Pflanzenkölle-Shop Kräuter kleingeschrieben im Warenkorb eingibt, kriegt ihr bis 22.04. noch 15%. Und ab Donnerstag, wenn ihr dann 7 Kräuter mindestens bestellt, gibt es noch die die Kräuterfibel. Tomaten machen wir auch bald, hoffentlich. Ne? Genau, okay. Gut, dann wünsche ich allen Zuschauern einen schönen Abend und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und so einen tollen Einblick in eure Arbeit bekommen habe. Ja, sehr gerne. Das war mir eine Freude. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch gefallen. Die haben also ein bisschen mal einen Input, mal einen Eindruck hier von der Produktion bekommen. Und
Ja, vielleicht sieht man ja einen oder anderen Zuschauer mal hier beim Shopping. Genau. Genau. Gut. Super. Tschüss. Dann bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. Gut. Super.